Tränenabschied in Italien. Angelika H. rast vor einer Woche im italienischen Santo Stefano di Cadore eine Familie tot. Bei einem Spaziergang durch den Urlaubsort wurden die 65-jährige Oma Maria Grazia, der 48-jährige Papa Marco sowie sein fast zweijähriger Sohn Mattia von einem Audi A3 erfasst. Am Steuer Angelika H., eine 31-jährige Deutsche. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen den Audi A3 kurz vor dem Unfall mit einem irren Tempo vorbeirauschen. Sekunden später rast die 31-Jährige die Familie tot. Nun die Beerdigung. Die ganze Heimatgemeinde ist zusammengekommen. Die Särge sind vor der Kirche aufgebahrt. In der Mitte der Kindersarg des kleinen Mattia, ganz in Weiß. Er wäre Sonntag 2 Jahre alt geworden. In tiefer Trauer die 42-jährige Mama Elena, sie kann ihre Tränen nicht verbergen. Auch der Bürgermeister von Venedig bekundet persönlich sein Beileid in der kleinen Kirche.